Da steht eher ein Campervan oder auf Deutsch ein Kastenwagen, wie viele es ja sagen. Aber es trifft es eigentlich nicht ganz, weil es kann ja viel, viel mehr als nur ein Kasten. Jetzt ist aber der Fiat Ducato unglaublich geeignet für diesen Zweck, weil er wirklich ganz tolle Maße hat. Er hat gerade Wände, er hat viel Innenraum, viel, viel Platz mit drin. Und das ist eine absolute Premiere. Wenn ihr das jetzt seht und denkt, naja, Detlefs, die haben ja schon immer Campervans gebaut oder Kastenwagen. Das stimmt nicht, muss man sagen. Grüß dich, Sabine. Hallo. Ja, du bist ein bisschen aufgeregt, denn der Wagen ist ganz neu. Den Wagen bauen wir jetzt dieses Jahr das erste Mal, richtig, wo Detlefs draufsteht. Ja, und da sind wir auch recht stolz drauf. Das ist eine ganz tolle Baureihe geworden mit einem 90-Jahre-Paket zu unserem Jubiläum. Mit sehr viel Ausstattung, zu einem guten Preis und ist wirklich mega geworden. Sag mal, das kommt mir jetzt gar nicht so unglaublich unnormal vor, dass da jetzt Detlefs draufsteht. Aber es gab vorher noch nicht einen Kastenwagen. Das ist wirklich so, oder? Richtig, genau. Uns kennt man natürlich, dass wir Wohnmobile bauen, dass wir Wohnwagen bauen. Aber das ist jetzt ganz neu bei uns im Modelljahr. Ja. Man darf aber verraten, ihr habt ganz viel Kastenwagen-Erfahrung. Das ist nichts Neues für euch, das warum auch richtig. Immer. Ja, genau. Das ist so, wir werden uns das Ganze mal anschauen. Das sieht nicht so aus, als hättet ihr erst neue Kastenwagen gebaut. Nein, sondern nein. Das Ganze, ich sag mal, ist jetzt unter dem Label Detlefs eine absolute Weltpremiere, oder? Das stimmt, genau. Das ist, also, wie gesagt, sind die ersten Fahrzeuge, wo Detlefs draufsteht. Die hier gebaut werden in der Nähe? Die werden hier in der Nähe gebaut, richtig. So, das heißt, die werden in Baden-Württemberg gebaut? Die werden in Baden-Württemberg gebaut, ja. Ich sag jetzt mal so circa 30 Kilometer von Isny weg. Hier drauf. Habt ihr ein eigenes Werk nur da für haben die? Ein eigenes Werk nur für diese Fahrzeuge, ja. Ja, ist schick. Länge, was haben wir hier? 6,40? 6 Meter. 6 Meter? Es gibt zwei Grundrisse. Es gibt einen mit 6 Meter und es gibt einen mit 6,40, wo Einzelbetten hinten drin hat. Das ist jetzt unser kurzer mit 6 Meter. Ich denke, das ist auch die Länge, wo sich jeder zutraut zu fahren. Ja, das 6 Meter ist auch noch einigermaßen alltagstauglich. In genau. Der Schweiz übrigens sind die Parkplätze 6 Meter lang. Ja, genau. Das ist wirklich so. Das Ganze, wenn ihr irgendwas macht, da macht ihr das in guter Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis meistens sehr ansehnlich. Also das ist ja, glaube ich, das, was Detlefs auch auszeichnet. Ja. Ihr seid ja jetzt kein Segment Oberklasse Premium, sondern ihr seid ein wirklich ganz tolles Mittelklasse-Segment, so kann genau, man sehen. So ist richtig, genau. Also er ist zu einem sehr günstigen Preis, sage ich jetzt einmal. Wie gesagt, die Preise können Sie dann beim Händler erfragen. Er ist natürlich sehr interessant, weil er sehr gute Ausstattung hat. Er hat jetzt in dem 90-Jahre-Paket hat er schon die Markise mit drin. Er hat die Vorzeltleuchte, die auch ganz toll ist. Ist ein LED-Band. Ich zeig's mal gerade hier vorne drauf, das ist die Vollzeitleuchte. Ja, er ist gerade erst gekommen. So, das heißt, also auch für dich ist er ganz neu, oder? Mehr oder weniger? Ja, hab ihn schon ein paar Mal gesehen. Mach gerade mal auf, dann können wir die Vorzeitleuchte. So, wir haben ein Rahmenfenster. Das Ganze ist tief auch getönt. An LED-Band. Genau. Er hat auch die Rahmenfenster im 90-Jahre-Paket mit drin, was ja auch ganz toll ist. Das ist schick. Dann unten hat er eine Stufe mit drin, die braucht man auch zum bequemen Einstieg, was drin ist. Sehr schön. Da ist es, das Querbett. Und ich schlafe ja im Querbett auch immer schräg, muss ich sagen. Und stelle dann immer fest, dass ich trotzdem noch ein DIN A4-Blatt hinter mir Platz habe. Das heißt, wenn ich ganz normal schlafe, Querbett ist gar nicht so schlimm. Also wenn man sich ein bisschen lieb hat. Richtig, genau. Man kann schön zusammenkuscheln. Aber man hat viel Platz. Das ist wirklich viel Platz. Hier unten drunter, da siehst du hier, da ist die Frischwasserversorgung drin. Unter dem. Die sitzt hier. Was hier ganz toll ist, wir haben hier einen Auszug, wo du wirklich alles reintun kannst, was du, wenn du am Urlaubsort ankommst, dass du es gleich griffbereit hast. Das Stromkabel. Auffahrkeile, Stromkabel, Toilettentabs, das Warndreieck, ja, alles, was man so halt gleich braucht. Ein ganz großer Apotheker, den du hier drin hast. Richtig. Toll, weil das sind ja die Stellen, wo du normal nicht reinkrabbelst, oder? An der genau, richtig. Man kommt einfach schön hin. Tolle Idee. So, Zoösen habt ihr drin. Dann hier vorne kannst du noch eine Laderaumsicherung, die zeitgleich als Aufstiegshilfe dient. Genau, Aufstiegshilfe. Man kann sie aber auch rausnehmen, wenn man mal was im Alltag beladen möchte. Dann kann ich wirklich durchladen bis vor in der
Fußbereich vom Fahrerhaus. Achso, da kannst du auch mal ein Rohr laden, 5 Meter Länge. Genau, Holzbretter, man bringt Fahrräder rein. So, hier vorne hast du deinen Gaskasten. Wo ich übrigens immer die Tedford-Chemie reinmache, die nicht so stinkt. Okay. Weil das fällt ja nach unten. Da hast du es mit drin, ich schau mal kurz. Ihr habt wirklich überall Duo-Control drin. Das ja, also wir sind schon bemüht, wenn wir unsere Fahrzeuge bestellen, das sind alles Testfahrzeuge, dass das Duo-Control verbaut ist, dass man einfach während der Fahrt die Gasflaschen aufblasen kann und den Wohnbereich heizen kann. So, hier oben hast du die Schiene wieder von Dometic. Das ist auch was sehr Praktisches, was oben drauf ist. Wo man die Lichter einklicken kann und auch die USB-Sticks. Zum Hochklappen sollte man sie rausnehmen, dass man sie nicht abbricht, weil wenn man jetzt das Bett hochklappt zum Laden, wäre es wichtig, dass man sie rausnimmt und in den S-Bereich dann reinklickt in die Schiene. Sag mal, ihr seid direkt vom Start weg ein sehr ernstzunehmender Konkurrent, oder? Im Bereich Kastenwagen. Wenn ich das Ganze hier sehe, das sieht nicht so aus, als ob ihr das nicht erst seit gestern macht, oder? Nein, wir sind keine Anfänger. Toll. Was ich genial finde, ich habe eben mal reingeguckt, ihr habt eine kleine Sensation, ihr habt vorne eine Sitzgruppe, die kannst du umbauen zum Bett. Aber normalerweise heißt es immer, aber benutzen dürfen das nur Kinder. Hier ist es ein bisschen anders, oder? Also wir haben hier einen ganz tollen Bettenumbau, der ist 1,88 lang und 88 breit. Also kann durchaus ein Erwachsener schlafen und auch wirklich eine tolle Matratze. Ja, das zeigen wir gerade mal. Ihr seid ja eh sowieso die Spezialisten für Matratzen. Ihr macht es immer ein bisschen dicker wie die anderen, ne? Ja, also der hat jetzt nicht die 7-Zonen-EVOPOR-Matratzen drin wie die anderen. Das sind also Kaltschaumatratzen, aber es sind richtig dicke Matratzen und gibt es auch wieder im Zubehör die Topper von uns, wo direkt passen. So, vorne ein Dometic-Fenster mit Rausfallschutz. Das Rollos drin. So, auch hier ein guter Tipp von mir, lasst diese Fenster bitte nicht am Campingplatz offen stehen. Sie sind in der perfekten, ich schlag mir ein Auge aus Größe. Das ist der, wenn man nämlich dagegen läuft von der anderen Seite. Was ich toll finde ist, dadurch, dass ihr die Rahmenfenster hier drin habt, kannst du die Tür auch komplett öffnen. Das ja, geht bei den anderen nicht. Nee, das ist super. Lauf nicht gegen die Türe, weil ich sie komplett aufmachen kann. Da habe ich ja hier den Knopf voll. Ja, kannst du öffnen. Drück, dass ich komplett aufmachen kann. Ist bei vielen blockiert, weil die dann nämlich die Fenster zerstören würden, wenn du das komplett öffnest. Ja. Aber da du ja die Rahmenfenster hast, hast du das Problem nicht hier drin. Die sind absolut bündig. Ja, toll. Hier oben ist die Kurbel. Ich habe es schon mal gezeigt, an der richtigen Stelle. Also das kann sich jeder selber raussuchen. Wir legen die Halterung, ja. Dann kann sich jeder selber raussuchen, wo er sie montiert. Aber der Ort ist gar nicht schlecht, oder? Aber wir haben gesagt, eigentlich passt es ganz gut, da oben, das stört nicht, dann ist sie weg. Was ich toll finde, ist die Rückfahrkamera, die Integration. Ja, richtig. So, das ist jetzt noch ein Fiat Ducato, ich guck mal gerade rein, was vorne da ist, ein 7er. So, aber das Ganze kommt auf Ducato 8, denn das hier kann man schon sagen, ist so, ich sag mal, ein Testauto-Prototyp, so ein bisschen. Ist einer von der ersten, richtig. Also die waren jetzt aber schon auf dem neuen Chassis ausgeliefert. Auf dem 8er? Ja. Okay. Ja, bitte mal zumachen. Gerade mal gucken, wie er von hinten aussieht. Globe Trail heißt er. Und das Ganze wird auch kommen mit einem Aufstelldach. Ich bin mal gerade eben für diesen Bettenumbau. Ich muss bloß den Tisch, mach den Tisch runter, dann habe ich nochmal ein Brett dazu. Okay, das heißt, du hängst den Tisch da unten ein in der Schiene. Genau, der Tisch wird unten eingehängt, so wie es sonst auch normal ist bei Bettenumbaus. Leg das Holzbrett dann ein und leg die Matratze drauf und fertig. Genau, das Holzbrett ist auch dabei. Wenn du die mal gerade hochfaltest, einfach mal hochnimmst, dass man mal sieht, wie groß die ist. Das heißt, jetzt kann ich mir auch wirklich vorstellen, ich kann die Sabine schon gar nicht mehr sehen. So groß ist die Matratze. Das ist aber auch ein Novum, oder? Dass du so ein großes Frontpad hast. Ja, oder? Das ist wirklich super. Weil es kann wirklich ein Erwachsener vorne schlafen. Sonst sind ja oft so Notbetten drin, wo nur ein kleines Kind schlafen kann. Aber das haben sie sich richtig gut ausgedacht. So, jetzt wolltet ihr es wissen. Das heißt, ihr habt hier einen Kühlschrank kreiert, den man vom Anschlag her komplett öffnen kann. Das heißt, ich brauche so keinen Kühlschrank, der von beiden Seiten geöffnet werden kann, sondern der Kühlschrank hier. Sabine, mach mal kurz die Matratze hinten rein wieder.
Ich hatte dich nämlich gebeten, die Matratze mal rauszunehmen, weil man konnte sich hinten das Bett gar nicht richtig vorstellen, wie groß das ist. Du sagst, so ein Querbett ist überhaupt kein Thema, wenn man nicht dauernd übereinander, ich sag mal, rübersteigen muss. Das ist ja, wenn einer... Es ist ja auch wie ein Notbett, sag ich mal. Es ist jetzt ein Fahrzeug für zwei Personen, aber wenn jetzt doch jemand ein Kind hat, dann hat er einfach die Möglichkeit, nochmal ein drittes vollwertiges Bett dabei zu haben. So, und Kühlschrank bitte mal öffnen. Den kannst du komplett öffnen. Das heißt, du kannst auch, wenn du draußen stehst, problemlos ran. Richtig, komm also wirklich super ran. Ist ein Kompressorkühlschrank. Ist, glaube ich, Standard bei Kastenwagen mittlerweile, oder? Bei unserem Fahrzeug ist es Standard, richtig. So, jetzt die Sitzbank. Auch hier fällt auf, ich meine, wir haben ein 6 Meter Auto. Du sitzt gar nicht so eng hier. Also. Man hat wirklich Platz. Da schmale, schöne Küche drin. Man hat einen schönen Laufbereich und aber auch einen schönen Sitzbereich. Guck mal hier, da hast du dann deine Küche mit grifflosen Fronten. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Sehr stylisch. Ja. Gibt es eine Verriegelung, wo die dann komplett verschließt. Zeig mal. Ah, so eine Zentralverriegelung. Genau, jetzt sind die zu. Ja. So wie wir es vorher bei den Oberklassefahrzeugen gehabt haben. Mit einem schönen Platz. Ja, und das für das Geld, was wir nicht sagen dürfen. Das ist ja interessant. Was halt toll ist schon, wenn ich einen Griff habe und habe den Griff draußen, wenn es eng ist, kann man sich leicht stoßen, was einem hier nicht passieren kann. Und es sieht schön aus. Genau. Ja. Das heißt, du hast das auch hier das Feld, wo du direkt sauber machen kannst in die Spüle rein. Toll ist, wenn mal der Topf mit dem Wasser überkocht, läuft es gleich ins Waschbecken rein. Ja, ist doch besser geht's nicht, oder? Ja, besser geht's nicht. Weil ich erfahren habe, dass dein Mann, der macht, glaube ich, nur Mover-Bedienung. Der macht nur Mover-Bedienung. Der Rest machst du beim Campen. Genau. So, die Tedford-Leiste. Auch da hast du die ganz große jetzt hier drin. Da kannst du wahlweise aber auch USB reinmachen und so weiter. Das ist cool gemacht. Was ist da drunter? Ist der Kühlschrank, gell? Das ist die Blindabdeckung. Ja, genau, das ist der Kühlschrank. Also das ist praktisch blind. Okay. So, jetzt musst du auch, wenn du drin sitzt, nicht sitzen wie so eine... Wie so eine Ölsardine, sondern... Ich sitze mal noch drehen. Genau, dreh mal. Und drunter sitzt uns eine der Aufbaubatterien. Ah, ich merke schon, die Sabine ist voll Profi. Sie hat nämlich ganz leicht mit dem Schuh an den Hebel gedrückt. Die Technik muss ich mir merken, Sabine. Die war gut. Ja. So. Gedreht. Was ganz toll ist, ich habe hier ausklappen. Dann kann man wirklich bequem auch zu dritt hier mal sitzen und essen. Genau, und du dich mal gerade reinsetzt, vorne einfach, irgendwo, ist egal. Dann können wir uns mal ein bisschen unterhalten über den schönen Arbeitgeber Detlefs. Das ist wirklich hier eine Family, ne? Obwohl ihr fast 2000 Leute seid. Ne? 1700 Mitarbeiter sind wir, ja. Aber man kennt sich schon. Also wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter auch und auch sehr viele Mitarbeiter, wo das auch wirklich leben. Sag mal, der ist schön geworden, wenn ich mir hier die Innenausstattung angucke mit dem Stoff hier an der Seite. Muss ich jetzt dazu sagen, die Seitenwand mit dem Stoff hat aber im Serienumfang den gleichen Stoff wie die Sitze. Ja. Das ist jetzt auch einer von den ersten Prototypen. Die jetzt da sind. Das ist ein bisschen heller jetzt hier an der Seite. Das ist nicht so schlimm, aber das macht es ja besonders. Das ist wie bei der einen Briefmarke, die es nur einmal gab. Kennst du die? Wahrscheinlich geht der jetzt hier für 500.000 Euro weg, weil er eben das Stoffmuster hat. Ist aber mit dem hellen Holz und mit dem Kaffeeton, ja. Das passt, oder? Ist auch wieder ein bisschen Allgäu-Stil, sage ich jetzt mal. Mit dem Holz macht es einfach warm. Ist einfach ein gemütliches Fahrzeug. So, ihr habt eine ganz tolle Duschabtrennung. Die will ich euch gleich mal zeigen. Die habe ich nämlich eben schon erblickt. Hier hast du noch Platz an der Seite mit drin. Also, ihr habt doch wenig Experimente gemacht, was den Grundriss angeht. Das finde ich auch gut, weil das hier ist eben mal der meistverkaufte Grundriss, den du kriegen kannst. Das heißt, die Küche direkt am Eingang. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt zwei Grundrisse, den 600er und den 640er. Der 640er unterscheidet sich eigentlich nur von hinten ab dem Bett, sage ich jetzt einmal, dass Einzelbetten drin sind. Mhm. Dieser Auszug in der Mitte sitzt und ich den auch komplett rausnehmen kann beim 640er. Sonst sind die zwei identisch gleich. Es waren sicherlich noch andere Grundrisse folgen. Ihr habt keinen da, 640er? Doch. Mhm.
Nee, kein da. Ist nicht so schlimm, wenn wir einen anderen mal zeigen. Das da ist aber auch mit dem Holz, die Oberschränke, das ist alles andere wie, ich sag mal, günstig Einstieg, sondern so, sag mal, man hat schon das Gefühl, das hier ist eine wirklich sehr gediegene Mittelklasse. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ist eine gute Qualität, es klappert nicht, sage ich jetzt einmal, es ist massiv, wenn man es anlangt und trotzdem leicht. So, hier unten, da wird nochmal gegengekontert, dass das Ganze auch möglichst wenig Spiel hat. Ah ja, das lagert so ein bisschen auf Gummi. Dann ist hier ein Fliegenschutz mit drin. Richtig. So, und die ersten Autos, die jetzt ausgeliefert werden, kommen mit 4 Ducato 8 wahrscheinlich, oder? Ja, genau. So, dann das war hier diese Aufstiegshilfe. Jetzt kommen wir mal zum Bad. Das war hier dieses Rollo, was ich meinte, das sich selber aufwickelt. Das war's. Du machst es einfach zu. Ja. Das Tolle ist, wenn ich es auflasse, habe ich einfach auch ein Raumgefühl. Also wenn ich in der Küche stehe, es beengt nicht so. Ja, du kannst hinten auch mal raus mit dem Popus. Genau. Der landet denn hier. Das können wir gleich mal zeigen. Warte, ich zeig mal gerade hier vorne. Auch hier ist die Holzfarbe nochmal fortgesetzt. Das helle Holz mit diesem Kaffeeton. Um den Schiebeschrank. Da ist das Licht. Hier auch wieder mit dem Knopf, wo wir jetzt gehabt haben. Ach so, die Sicherung für den Spiegel. Genau. Dann kann ich hier nochmal. So, Dusche. Genau, hat jetzt einen Duschvorhang. In dem Duschvorhang sind aber dann Magnete drin, wo man den Duschvorhang wegklicken kann. Dass wenn man mal duschen tut, dass der Duschvorhang nicht an einem dran klebt. Und du nimmst wahrscheinlich hier aus dem Waschbecken nimmst du die Brause. Genau, die Brause kann ich rausziehen. So, Tedford. Dann kann ich zwei natürlich auch drehen in die Position, wie sie braucht, die Toilette. Zwei Abläufe. Ja, Duschvorhang finde ich eh klasse. Also ich bin großer Fan von Duschvorhang, weil kannst gerne mal bei mir gucken. Ich habe keinen, aber du siehst die Seifenspuren überall, was da ist. Und den Duschvorhang kannst du natürlich prima in die Waschmaschine stecken. Genau. Kriegst für kleines Geld im Zubehörshop wahrscheinlich bei euch. Ja, richtig, genau. Weil die dann ja auch nicht ewig schön aussehen irgendwann. Ja, man kann sie in die Waschmaschine schmeißen, ist gar kein Problem. Das geht. Die kommen wirklich wieder gut raus. Zwei Auslässe. Ich gehe mal gerade hier runter rein. Mal sehen, da kommt das Klopapier raus, oder? Ja, richtig. So, hier ist dann noch mal Stauraum. Und hier oben hast du zwei Staufächer, die dann kommen. Großes Fenster für ein Dach. Du kannst auch durchlüften, querlüften. Genau, man kann auch das Fenster aufmachen und kann die Brause raus, kann man sich von außen duschen. Mhm. Super Außendusche. Hier die Profis. Ja. Die Idee wäre ich ja jetzt nie gekommen, dass man das macht. Aber das machen viele. Das heißt, die benutzen das als Außendusche, wenn ich mal Hund habe oder. Ja, natürlich, weil wenn ich schon einen ausziehbaren Schlauch habe und ein Fenster, warum nicht? Direkt daneben. Ja. Gut. Auch hier kann ich quer drehen. Heißt, auch wenn hier geschlossen ist, passt das mit den Beinen noch? Das passt, ja. Gut. So, da hier haben wir Schränke. An der Seite, Fenster. Auch also hinten im Heck. Da ist auch nur ein Fenster, ist Serie, ist zwei, also auf der Seite praktisch. Das zweite Seitenfenster ist optional. Das ist ja die Frage, ob man im Kopfbereich unbedingt ein Fenster braucht. Richtig. Also ich würde es nicht machen, weil mit dem Bettzeug und allem braucht man es eigentlich nicht, weil man da hinten im Heck hat man ja nochmal zwei Fenster, wo man aufmachen kann. Gibt es aber, wenn das jemand haben will. Wenn das jemand haben möchte, wie gesagt, gibt es als Sonderausstattung. So, hier steht er. Spannend. Was ich klasse finde, ist das Frontbett mit dem, das habe ich eben nicht verstanden, du hast mir das erklärt und da habe ich gedacht, das wäre das Heckbett, weil ich das noch nie gehört habe, dass es so ein großes Bett als Notbett gibt. Achso, Bettumbau, Sitzgruppe quer, ja. Ist 1,88 lang und 88 breit. Boah, das ist ja Weltrekord, das ist oder? Super, ja. Also hier kann richtig einer schlafen. Und denk dran, diesen Stoff hier, der wird etwas dunkler, es wird hier genau. Dieses Design dann kriegen. So, hier, wie gesagt, denkt euch den Ducato 7 weg. Leute werden ein tränendes Auge haben, wenn sie sagen, der schöne Ducato 7, aber jetzt ist er ja da, der 8. Und wie der Kollege schon erzählt hat, es wird auch ein 9er kommen. Hier unten hast du dann die Öffnung mit drin. Das heißt, hier der ganze Boden in dem Bereich, der ist nochmal unterlüftet mit warmer Luft und macht keine kalten Füße. So schaut's aus, genau. Und auch wieder dieser dunkle Boden drin, dieser graue, wie du schon gesehen hast bei uns. Bisschen andere Optik jetzt, aber auch wieder schöne Anthrazitfarben. Ich glaube, mit dem Holz hier, mit dem hellen, ist das ein super Kontrast. Ja, finde ich auch, doch, ist sehr gut gelungen. Bei dem gibt es auch nur diese Wohnwelt, weil es einfach eine Edition ist, 90-Jahr-Edition, wo es wirklich auch nur dieses Polster gibt. Steht demnächst bei den Händlern?
die stehen schon bei den Händlern, die stehen sogar schon bei den Endkunden. Echt? Ja. Cool. Da ist er. Also Kastenwagen von Detlefs. Die Neuigkeit, die wir es haben. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind in Isny heute am 21. April 2022. Und für mich ist es zumindest mal eine Premiere. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe noch nie einen Detlefs Kastenwagen gesehen. Okay, siehst. Tschüss, Sabine. Ciao.